Die Eintracht Frankfurt hat im Winter einige Veränderungen vorgenommen und 4 neue Spieler verpflichtet. Sasa Kalajdzic, Donny van de Beek, Hugo Ekitike und Jean-Matteo Bahoya. Bisher hat jedoch keiner von ihnen eine beeindruckende Leistung gezeigt. Andererseits hat Kan Uzun, ein sehr talentierter Spieler des FC Nürnberg, endlich seinen Wechsel zur Eintracht Frankfurt abgeschlossen. Er hat einen 5-Jahres-Vertrag mit dem neuen Verein unterschrieben. Schon vor einiger Zeit hatte er sich entschieden, zu Eintracht Frankfurt zu wechseln. Und nun ist dies Wirklichkeit geworden. Laut der Zeitung Bild hat der 18-jährige Spieler einen Vertrag mit dem Frankfurter Team unterschrieben, der ab Sommer bis 2029 gültig sein wird. Die Übertragung wird etwa 10 Millionen Euro kosten, die an den Nürnberger Verein gezahlt werden. Der talentierte Stürmer hat bereits vor einigen Tagen die notwendige ärztliche Untersuchung absolviert. Trotz des Interesses ausländischer Vereine, insbesondere aus der englischen Premier League, hat Uzun beschlossen, im deutschen Fußball zu bleiben. Bei der Nationalmannschaft hat er jedoch eine andere Wahl getroffen. Der in Regensburg geborene Uzun kündigte kürzlich an, dass er für die türkische Nationalmannschaft spielen möchte. Er ist bereits im türkischen Team, bekannt als Yıldızlılar, und wird in den nächsten Tagen an 2 Freundschaftsspielen gegen Ungarn und Österreich teilnehmen. Fans von Eintracht Frankfurt, teile deine Meinung in den Kommentaren, like und abonniere den Kanal, damit du die nächsten Videos mit den neuesten Nachrichten von unserem Eintracht Frankfurt nicht verpasst.